Hallo an meinem Basteltisch. Heute ist Dienstag und ja, schon später Abend, würde ich sagen. Ja, ich hatte einen ziemlich langen Tag. Und so richtig doll kreativ werde ich hier heute vielleicht auch nicht mehr werden. Aber ich wollte euch da nochmal an einer Stelle mitnehmen. Ich hatte euch ja irgendwie erzählt, vor 2 Wochen hatte ich eine ganze Woche Urlaub und wollte eigentlich aufräumen mein Bastelzimmer. Und habe ja nichts zustande gekriegt. Also ich war wirklich, ja, wahrscheinlich eigentlich mal ein bisschen zu kaputt, um das alles irgendwie in Angriff zu nehmen. Und mir fehlte so der Pfiff, so irgendwas überhaupt anzufangen. Und dann brauche ich mich da auch nicht mal zusammenreißen und sowas zu machen, weil da wird dann nichts draus. Weil bei mir ist es so, ich kann immer nur so kurze Zeit aufräumen. Heißt also, es gibt ja so Leute, ne, wenn die anfangen, dann heben sie da alles auf und je mehr, je weiter sie aufräumen, desto besser wird's und desto mehr können sie wegschmeißen. Bei mir ist es ja noch andersrum. Ich kann am Anfang total gut aufräumen und je mehr Zeit vergeht so währenddessen, desto mehr fange ich an darüber nachzudenken, ob man es nicht doch irgendwo noch verwenden kann. Also muss ich dann wieder aufhören und eine Weile später wieder anfangen. So, war also ja nichts und ich habe mich eigentlich ein bisschen drüber geärgert, weil Zeit genug hatte ich sozusagen und nichts draus geworden. Und ja, jetzt am Wochenende hatte ich mir dann was angeguckt, eh mal von Hedwig Gedönsrath. Die hat ja da wieder so ein Deklatter, heißt das Deklatter, aufräumen, so eine Videos gestartet, wo sie so ihre Kisten ausräumt und so. Und dann, ich gucke mir sowas nebenbei mal so an und denke dann immer, bei manchen Sachen, oh ja, schön, hast du nicht gekauft, gut, liegt nicht bei dir rum. Bei anderen Sachen denke ich dann immer, oh ja, hast du auch gekauft, liegt irgendwo. So, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? Man, ich habe ja so viele, habt ihr ja vielleicht gesehen, irgendwann hatte ich ja mal so ein Video gemacht von meinem Bastelraum. So. Und ja, und dann hatte ich mir das auch von Petra angeguckt, wie sie so in ihr Bastelzimmer oder ihr Bastelraum gezeigt hat. Und sowas, die fällt mir eigentlich ein bisschen mehr als so diese ganzen clearen Sachen, die so von den Stampin' Up-Leuten da sind, wo das alles so schön weiß und schön sortiert ist. Ich weiß nicht, finde ich. Naja, gut, okay, mag ja jeder so haben, wie er will. Ja, bei mir stehen ja hinter mir so eine Regale in Nussbaumfarben und ich wusste genau, die gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist das Problem, die Farbe gibt es einfach nicht mehr. Und das war immer so mein Thema, wo ich gedacht habe, schade eigentlich, du würdest da gerne bis Raum hoch Regale machen, aber geht nicht. So, naja, und dann habe ich hier gestern früh noch vor der Arbeit irgendwie mal hier rumgesessen, habe mich umgedreht und habe mir so einige Sachen bei mir angeguckt und dachte, oh, bestimmte Sachen sind echt blöd. Wenn du manchmal irgendwas rausziehst, so aus deinem Regal, fällt irgendwas anderes hinterher. Zum Beispiel bei der Kattel war das immer so. Die stand da und daneben waren so Stanzer, die waren übereinander gestellt. So, jedes Mal, wenn ich die Kattel rausgezogen habe, kamen diese Stanzer da hinterher. Oder noch an anderen Stellen war das auch so. Irgendwelche Kisten, nimmst die Kiste raus, kommt das, was da in der Mitte irgendwie so gesammelt rumliegt, einfach hinterher. So, und dann hat gedacht, vielleicht kannst du mal irgendwie gucken, ob du das anders einräumst. Und das habe ich auch und das mache ich, zeige ich euch jetzt mal vielleicht mal. Dachte ich mir so. Vielleicht habt ihr da auch Spaß dran. Ich nehme jetzt mal mein Handy in Hand und dann gucken wir mal. Gut, bis gleich. Ja, das ist ja hier so meine Regalwand. Hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und ja, jetzt nehmen wir mal ein Stück da näher ran, wo ich meinte. Da oben nämlich standen nämlich so eine fürchterlichen Kisten rum und jetzt stehen da 2 Regalteile mit schon Kisten, die ich heute neu gekauft habe beim Action da oben. Da ist so ja noch Platz drin und es ist noch nicht alles weggeräumt, aber ich freue mich trotzdem darüber. Ja, und dann muss ich jetzt mal ein bisschen wieder rausziehen und da unten zum Beispiel, da, Moment, da. Da waren immer 2 Kisten, eine große und eine kleine. Da waren so Metallteile drin für diese ganze, naja, Mixed Media. Und jetzt sind da, und das war immer blöd, weil die eine war so groß wie die da steht, da, mit den Holzstempeln. Wenn man die auseinandergeräumt hat, das hat ewig gedauert und die Kiste war schwer und ich da was gefunden habe, fürchterlich. So, jetzt habe ich da also 4 so eine kleinen Kisten stehen. Ist wesentlich leichter. So. Dann steht ja hier mein Tisch, so ein kleiner, so ein, wie so ein Campingtisch ist das. Der Tisch ist eigentlich auch immer Lukes Esstisch bei mir. Den muss ich sowieso immer abräumen und da seht ihr jetzt schon, dass da Reste drauf liegen, nämlich so ein paar DVDs. Die muss ich noch irgendwo anders hinräumen, weil ich habe ja von Stampin' Up! Was gekauft und an der Stelle, wo das steht, mussten die weg. So, jetzt rücke ich mal kurz diesen Tisch da weg und dann zeige ich euch mal den Rest da, weil ich noch aufgeräumt habe.
Ja, und hier unten, das da, das ist auch neu. Das sind nämlich die beiden Kisten von diesen vorher Mixed-Media-Sachen. Da sind jetzt so die Stanzen drin. Die waren ja gestapelt und daneben, wie gesagt, standenlose Stanzer und die Kattelback, die dann immer dafür gesorgt hat, dass die Stanzer rausgeflogen sind. Ja, also diese beiden Dinger sind jetzt auch sortiert. Freut mich sehr darüber, dass in die Kiste auch die Stanzen darin gepasst haben, was ja auch manchmal nicht so ist. Und oben drüber, hier lagen nämlich sonst auch mal lose Stanzen. Jetzt liegen da auch nicht mehr so ganz so viel. Also, ich freue mich darüber und dann zeige ich euch noch was anderes. Ja, hier hat sich auch ein bisschen was getan, auch wenn das nicht so schlimm aussieht, weil die Ecke hier, da seht ihr schon, das alles, was da ist, das muss ich alles noch irgendwo hin sortieren. Keine Ahnung wohin, aber wird sich schon was finden. Was ich aber gemacht habe, ist diese Kiste da, ne, das ist ja so eine doppelte. Da waren eigentlich in beiden Dingern Stanzer drin und so eine Scheren und sowas alles. Und jetzt habe ich mir aus dem Flur eine Kiste geholt, wo das noch alle drin passte, so ein bisschen was. Da sind jetzt nur noch unten Stanzer drin, die ich denke, die wichtig sind. Die anderen kann ich natürlich nicht wegschmeißen, ne? Irgendwelche schicken Ecken und. Und oben drüber die Kiste, da kann ich jetzt wirklich die ganzen Papiere drin machen, die ich so selber gefärbt habe und sowas alles. Das hat nämlich auch zugenommen und da wusste ich auch immer nicht wohin. Also wenigstens das erstmal. Ist noch nicht ganz fertig, ne? Seht ihr ja, ich habe immer noch genug aufzuräumen, aber es ist schon besser geworden. Ich freue mich richtig drüber. So, dann jetzt nochmal woanders weiter. Ja, da bin ich wieder am Basteltisch und ja, ich habe heute eine Idee für das hier gehabt. Das wartet ja hier schon seit Ewigkeiten und inspiriert mich zu nichts. Das hatte ich ja schon öfter gesagt. Ist ohnehin nie weitergekommen. Nicht wirklich. Aber als ich das letzte Mal aufgemacht hatte mit euch, habe ich ja das hier gefunden und dachte, ach, guck eine an. Niedlich. So. Ich weiß nicht, ich hatte ja noch irgendwo was drin gemacht. Das war ja auch so, naja. Ich weiß ja nicht, wo waren das hier, ne? Liebe. Ja. Jetzt fiel mir doch wirklich was ein, was ich mit dem Ding machen könnte, weil ich war immer noch nicht so vom Thema, was da überzeugt irgendwie. Ich dachte, irgendwie musst du was finden, was jetzt da, ja, darin gehört, was da irgendwie, ja, sinnvoll ist. So, ich zeige euch mal was. Das ist meine Stempelabdrückekiste und die durchsuchen wir jetzt mal nach Sachen, die da reinkommen. Weil ich habe beschlossen, das wird niedlich. Und niedlich bedeutet ja, was ich eigentlich nicht habe. Und deshalb müssen wir jetzt mal gucken. Zum Beispiel, guckt mal, so eine tollen kleinen Schildkröten. Die kann man ja grün ausmalen. Passen sie dann eigentlich ohne Ding? Kommen weg. Kommen nämlich dahin, wo sie hin. Das hier, auch. Kommt auch dahin. Das muss ich mal sehen, weil es ja Katze, aber eigentlich auch so weit in dem Dreh. Ist natürlich ein bisschen groß, wa? Aber ich werde das mal auch rauslegen. So. Am besten ist es ja eigentlich, wenn ich die Kiste immer umdrehe und das andersrum mache. Aber das dauert jetzt eine ganze Weile. Vielleicht habt ihr ja Lust, mit mir da zu gucken. Also, wir drehen das jetzt mal wirklich um, das Ding hier. Plupp, ich hoffe, dass mein Handy hier nicht irgendwie wieder anfängt zu spinnen. Nö, macht das eigentlich nicht. Geht, wa? So, also am Anfang haben wir ja hier sowas. Das sind diese Mosaik-Dinger, das kann alles weg. Hier ist zum Beispiel so eine tolle, lustige Maus. So, das ist eigentlich eine, die ich immer für Teebeutelbücher genommen habe. Seht ihr die? So eine Hausmaus im. Ja, in der Teetasse. Ach, hier ist auch noch so ein tolles, lustiges Mädchen. Das können wir auch noch ausschneiden. Das können wir auch noch rennen. Halt bestimmt noch ein paar Mal. Weil so eine Sachen habe ich mir natürlich auch kopiert. Genauso. Dann haben wir hier eine etwas wenig bekleidete. Die lassen wir mal weg. Dann jetzt hier eine Mona Lisa. Die brauchen wir auch nicht. Die ist toll, aber brauchen wir auch nicht. Der ist auch toll, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, hier kommt erstmal eine ganze Menge irgendwie, was wir nicht brauchen. Also, das ist auch nicht sortiert bei mir immer, weil jedes Mal mache ich das so. Guck mal, hier sind diese Senioren, die sind auch lustig, aber brauchen wir dafür auch nicht. Ja, mal gucken. Ah, hier ist auch was, seht ihr? Die Braut, na, mit dem Spiegel. Ist das nicht cool? Fotostempel brauchen wir aber auch nicht. Storch brauchen wir auch nicht. Hier haben wir noch sowas, brauchen wir aber auch nicht. Das sind die. Ja, mal gucken, wo wir hier was finden. Das wäre noch Zetti, brauchen wir natürlich auch nicht. Wie gesagt, wenn ihr keine Lust habt zuzugucken, könnt ihr natürlich auch ausmachen. Ne? Wisst ihr ja immer, wo da den Knopf gibt, wo man bei anderen gucken kann. Alles klar? So, hier haben wir noch so eine Senioren. Ha, die ist lustig hier, oder? Guckt euch mal die an. Die badet in Kalgon, damit der Kalk weggeht. Ich liebe das. Die sind wirklich, aber da habe ich auch bloß Abdrücke von und keine Stempel. Die waren so teuer. Ja, der ist toll hier.
Das ist Tim Holz. Ja, wir haben eine Iris mittendrin. Das ist auch toll hier, wa? Die mit der Katze. Oh, die, das mag ich auch. Aber brauchen wir jetzt auch nicht. So, dann haben wir hier noch so ein tanzendes Paar. Auch was Schickes brauchen wir auch nicht. Ich wollte ja niedlich. So, hier haben wir. Oh, die ist auch cool. Das ist auch so ein LaBlanc-Stempel. Das ist das eine Stempelset, wo ich wirklich nur den einen hatte. Oder beziehungsweise, da waren vier Stempel und die waren drei, waren kaputt bei mir. So, hier ist auch nichts weiter dabei. Ach, hier ist der Schuh noch, den ich letztens benutzt habe. Seht ihr? Hier ist meiner. Und der ist toll. Das brauchen wir ohne, das brauchen wir ohne, das ohne. So. Mal gucken. Ach, hier ist eigentlich. Das ist eigentlich ohne schlecht. Das sind eigentlich keine Jutenabdrücke. Der ist der beste hier. Wir packen das mal dahin. Ne? Erstmal aussuchen. Hier, ach, das ist ja toll. Das wollte ich euch ja irgendwann auch nochmal zeigen. Die Stempel, die ich mit Katzen habe. Vielleicht habt ihr da Spaß dran. Wer will, kann mir das ja mal schreiben, ob ich euch die mal zeigen soll. Weil ich habe ein paar Holzstempel, die sind richtig schön. Hier sind auch noch Katzen drauf. Und so was. Na, da mit Kimmis müsste man ein eigenes Buch machen. So, was haben wir hier noch? Ah, eine Shopping-Tante. Denn jetzt, ach, hier haben wir die Kopie von dem Ehepaar da. Was haben wir hier? Ach, so ein lustiges Tier von Pia. Und die hatten wir vorhin schon mal. Das ist immer das, ne? Packe ich dahin. Nächstes Mal weiß ich wieder nicht, dass das woanders ist. Oh, die ist auch schön. Brauchen wir aber auch nicht. Etwas mit den Scheren. Mal so ein paar Tiere. Wieder eine Katze. So, was haben wir hier? Ach so. Ja, das ist immer das Problem. Ich packe die denn so von hinten. Immer mal die und mal die. Und schon sind sie alle wieder durcheinander. Aber das stört auch nicht. Hier haben wir eine Blume. Die brauchen wir nicht. Das ist eher Halloween. Oh, es war niedlich, aber nehmen wir trotzdem nicht. Das muss nicht sein. Hier ist bestimmt alles soweit. Der ist schön hier mit dem, mit der Uhr. Den hätte ich auch gerne selber, habe ich aber nicht. So, hier haben wir so eine Blüte und hier so eine. Nee, das nehmen wir dazu auch nicht. Hier ist er normal. Das ist jetzt hier chinesisch, wa? Oder? Ja, so fast. Alles Mögliche. So, das ist auch cool, das Ding hier. Die packe ich mal raus. Wer weiß, ob sie da rinkommt, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Die Landschaft hier ist toll. Das ist auch ein Stempel, den ich habe, den ich super schön finde. Dann haben wir hier, ach, das ist Halloween, alles hier. Bis auf die Shoppingfrau und Ditte. Ja, das sieht alles so ein bisschen danach aus. Ne? Hier, guck mal. Die ist zwar auch niedlich, aber ist auch Halloween. So, eine Birne. Denn eine Zeit lang war das auch ganz in so was drauf zu haben. Dann mal hier so einen kompletten Stempel. So was kriege ich ja eigentlich überhaupt nie ab. Da brauchst du wirklich bloß ausmalen und gut ist. Das war mal vom Isti übrigens noch. Das war von Uta, der weiß ich genau noch. Naja, so ist das. Das war auch mal ein Isti. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, was ein Isti ist, ne? Das ist so was wie jetzt, wenn es da heißt, 5-Teile-Tausch oder so was. Wobei das natürlich nicht ein Teil, wo das nur ein Teil war, nämlich nur ein Stempelabdruck. Aber hier haben wir noch einen passenden jungen Mann. Der sieht ja auch cool aus. Da werde ich mal auch ihn abschneiden. So, den nehmen wir mal auch mit dazu. Also wie gesagt, ob das alle drin kommt, weiß ich nicht. So, dann haben wir hier Zetti. Was ist das? Ach, das sind auch schöne Abdrücke. Ja, kann man auch mal für irgendwas verwenden. Und die, ach ja, das war auch mal so richtig in dieser große Abdruck. Seht ihr das Spitze? Die kann man eigentlich super einfärben. Einfach und gut ist. Dann haben wir hier so was. Aber kann man, könnte ich eigentlich immer gut für irgendwelche Karten nehmen, war so? Tja, aber erstmal jetzt nicht. So eine haben wir, ne? Das passt aber auch nicht darin. Dann habe ich hier noch einen V, den habe ich mir auch geschenkt, die kriegt. Ein Wolf. Was haben wir noch? Und den Schmetterling, den finde ich auch schön hier. Aber den Stempel habe ich auch selber. Nevermore brauchen wir auch nicht. Das ist auch was schaut hier mit dieser Zitrone. Aber passt da nicht. So, was haben wir noch so? Dieser Schmetterling, der ist eigentlich auch cool. Den habe ich auch selber. Den packen wir mal auch raus. Hier ist diese lustige Maus, aber ich glaube, auf das will ich jetzt nicht hinaus. Hier haben wir so ein Mädchen mit Katze. Den Stempel habe ich auch. So, zack. Nochmal ein Wolf. Was haben wir hier? Ach, hier kann man so was Schönes draus machen. Seht ihr das? Gedankenstütze für ganz Wichtiges und total Unnützes aus der aktuellen Produktreihe. Hauptsache aufgeschrieben. So, das kann man super bei für, oh, super für Notizbücher.
verwenden. Habe ich aber den Stempler mittlerweile auch selber. So, Quatsch schon wieder ein bisschen kariert, glaube ich. Da haben wir hier, ach, die Katzen von Katzelcraft, die halte ich auch nicht selber, glaube ich. Hier, ja, halt mir mal von Kati abgestempelt, so Kaffee. Die Kleenexe, ja, die halt selber. Ich weiß nicht, glaube ich, wer von Wimsel. Das halte ich auch nicht selber. Oh, das habe ich ganz lange schon. So, was haben wir noch? Blumen. Hier ist nochmal Blumen. Was ist das? Ach, das war nochmal so ein Blatt. Seht ihr, ich sage ja, ich habe mal was kopiert. Und kopiert das viel zu oft und benutzt das ja nicht. Dann haben wir was. Chinesisch, Japanisch, Asiatisch. Okay. Ich hatte gehofft, dass hier irgendwo mal die niedlichen Sachen anfangen, aber jetzt muss ich euch da mitnehmen. Das tut mir echt leid. Wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wo das genau ist. So. In der Kiste. Ach, hier haben wir nochmal so was. Und guck mal, ihn schon ausgemalt. Das habe ich schon wieder vergessen bis Halloween, jede Wette. Aber wenn ich mir jetzt rauslege, nutzt das auch nicht, weil dann liegt das irgendwo, habe ich es auch vergessen. So, was haben wir hier? Wieder Katzen, Katzen. Ach, und die hat mir geschenkt gekriegt. Ich weiß ja nicht mehr von wem. Die war schon so ausgemalt. Eine fette, dicke Katze. Ist eigentlich auch niedlich, aber lassen wir mal. Oh ne, einen Storch brauchen wir ohne. Nicht mehr. Ich brauche keinen Storch mehr. So, hier haben wir wieder Frösche. Das Chamäleon. Ach, das habe ich mittlerweile auch. Genau. Manche Sachen kaufe ich mir dann ja nochmal. Aber die Vögel, die hätte ich gerne gehabt hier. Die hat Kati. Die finde ich so geil, diese Dinger. Aber ja, gibt es nicht mehr. Das gibt immer so Stempel. Die sind dann irgendwann da und irgendwann nicht mehr. So, guck mal. Schmetterlinge, große von La Blanche. Noch einer. Wieder was Asiatisches. Ach, das ist auch schön. Für ein Altered Book kann man so verwenden und darin kleben. Und Katzen, Pinguine. Ich sage ja, hier ist alles durcheinander. So, dann haben wir noch Katzel, Krafthäuser. Ach, so ein Baum, den habe ich auch. Hier ist auch wieder asiatisch. Ich sage ja, alles durcheinander. Teddy. Und eine Blume. Ja, so was. Jetzt kommen hier, das ist so Ausstanzung von den Tim Holz-Dingern. Da ist meistens, muss ich das erstmal alles irgendwo hinpacken hier, weil da ist garantiert nichts bei. Siehst du, da ist noch das vom Old Book. Ah, hier, guck mal. Kennt ihr den? Das ist gebleicht. Der Stempelabdruck ist das, was hier gebleicht ist. Sozusagen negativ. Ist eine Dame, die sehr, sehr, sehr spärlich bekleidet ist. Kann man kaum erkennen, ne? Weil der, sag ich mal, das war nicht so schön, dieses Papier zu verwenden. Aber Bleichen macht auch Spaß. Manchmal funktioniert es auch richtig gut. Hatte ich das schon mal gemacht? Ich weiß es jetzt ja nicht. Ob ich schon mal Bleichen gemacht hatte. Wäre auch mal wieder was Schönes, wa? So, was haben wir noch? Ah, hier. Na, die ist doch mal geil. Die kleine fette Katze. Ja, damit hatte ich auch sehr viele schöne Sachen mal gemacht. Das war auch ein Isti. Ja. Die sieht ja süß aus. So, die nehmen wir auch. Das nicht. Hier haben wir noch ein paar Blumen wieder. Ja, ich hoffe endlich, wir sind. Ach, jetzt kommt sowas. Siehst du hier? Sag ich ja. Der Igel. Und dann haben wir hier noch Igel. Guck mal. Und ein kleines Vögelchen. Eine kleine Biene. Die könnte ich ja auch noch mitnehmen. Und hier ist auch die Katze. Mit die Schenke. Und das ist so Magnolia. Ja, das war auch ein Isti. Deshalb sind hier noch so welche drin, ne? Wir haben ja dann immer nicht nur eins verschickt, sondern irgendwie drei oder vierer. Damit man mal so verschiedene Karten machen kann. Und da ist dann sowas übrig bei mir in der Kiste, weil ich meistens bloß eine Karte da vielleicht geschafft habe. Oh, das ist auch schön hier. Sind die auch cool. Die Maus, na, das, die fällt mir jetzt nicht. Ah, hier ist nochmal, hatten wir den schon, den Igel? Nee, war mit dem Fahrrad. Hier ist noch ein Affe. Der ist ja auch lustig. Ich hoffe, ich gehe euch nicht jetzt allzu doll auf den Keks. Aber mir macht das auch mal Spaß. Ach, hier, ja, diese Mäuse, das ist ja auch toll. Das nehmen wir mal auch. Was ist das? Into every life a little rain must fall. Okay. Packen wir da auch hin. Kimmys haben wir gesagt nicht. Vor allem hier ist noch die Maske für die Kimmy. Was haben wir noch? Oh, ein Schneemann. Was macht ein Schneemann in der Kiste? Hat er ja nicht zu suchen. Oh, hier ist die. Die Schnibbeltante von Stabutti. Ja, die ist schön. Das war lustig, weil die hat eine Freundin von mir. Und wir haben uns eine gekauft. Ich hole euch die mal. Ich muss euch das einfach mal erzählen.
Ja, da bin ich wieder. Ja, und zwar ist einfach nur eine lustige Geschichte am Rande. Ich habe mir diesen Stempel gekauft, ja, hier von Stamp Boutique. Und Biene hatte sich diesen Stempel gekauft. Und wir haben telefoniert und sie sagte mir, oh, da, ich habe mir so einen neuen Stempel gekauft von Stamp Boutique. Ja, mit so einer Trulla und die hat eine Schere in der Hand und die hat ein ausgeschnittenes Herz und so. Und ich dachte, oh ja, super, hast du dieselbe gekauft wie ich. Aber ihr seht, die Beine sind total verschieden. Aber die haben beide eine Schere in der Hand und ausgeschnittene Herzen. Ja, war aber doch nicht dasselbe. Ja, ich weiß. Ist vielleicht doch nicht so lustig, aber in dem Moment fand ich es sehr lustig. Oh, wir beide dachten, wir haben es selber gekauft. Haben wir aber nicht. Bambus haben wir noch. Oh ja, hier ist auch was Schönes. Sarah Kay. Super. Das Blümchen wollte ich jetzt nicht nehmen. Hier ist nochmal der Schmetterling und hier ist nochmal so was Asiatisches und nochmal was. Oh, hier kommen so einige, wa? Genau. Diese asiatischen Dinger. Aber oh, davon muss ich ja auch eine Menge haben hier. Und hier ist mein Sternzeichen. Ja, das hat mir auch irgendjemand mal geschickt. Heute habe ich wirklich auch nicht alleine. Und nochmal eine Blume und noch eine Blume. So. Und hier kommt nochmal das Stampotik. Genau. Und nochmal eine. Das sind die Weihnachtsdinger, ne? So, hier haben wir wieder was Schickes. Aber ich glaube, das habe ich schon genommen, ne? War das nicht drauf? Ja, genau, das habe ich schon genommen. Brauchen wir nicht nochmal. Oh, guck mal hier, seht ihr? So was können wir noch machen, oder? Auch Sarah Kay. Ich glaube, die hatten wir schon, oder? Hatten wir die nicht schon? Ich glaube, ich packe die jetzt auch dahin und dann. Und da ist hier so das Mädchen, was da mit den Muscheln spielt. Nochmal ein Baum. Und hier mal wieder ein Igel. Gut, und dann wieder Create Your Imagination. Und eine Katze mit Luftballon. So, und hier kommen wieder so ein paar La Blanche Blumen, die ich ohne habe. Ah, die sind schön, die Stempel, oder? Guckt euch die mal an. Ey, die sind wirklich richtig gut. Das ist auf Glossy hier. Vor allem, eigentlich braucht man die nicht mal ausmalen. Also, die kann man wirklich so schneiden, ein bisschen umranden und gut ist. Ah, hier sind noch Bären. Das gab mal so ein, ja, weiß ich ja nicht, Berliner Bären. Projekt, wo man dann einfach mal versucht hat, so ein Bär irgendwie zu gestalten. Sind auch noch welche da, siehst du? Eine Windmühle ist auch wieder was vom Isti. Dann sind meine. Ach, die hatte ich ja schon, die Katze, war? War das so? Ich glaube ja. Die Igel, glaube ich, hatte ich. Ah, ich werde den mal lieber doch alle dahin werfen. Da kann ich nachher nochmal sortieren. Ach, guck mal, Brandenburger Tor, mal in Berlin, nicht unsert. Wir haben ja auch eins. Das hatte ich auch. Smile. Das ist auch ein toller Stempel. Aber. Habe ich auch leider nicht. Gibt es auch wieder nicht mehr. So, jetzt kommen hier so ein Haufen. Ja, Decoupage. Ich glaube, war das nicht so ja noch von Heike Schäfer hier, oder? Ja, guck hier, siehst du, hier steht es noch. Heike Schäfer Design, sag ich doch. Da, hier war noch ein Igel bei, siehst du? Habe ich noch fast übersehen. Ja, Heike Schäfer Design. Ganz viele tolle Schmetterlinge. Decoupage-Papier, ganz dünn, muss man aufpassen, wo man es aufklebt, sonst kommt es durch. Aber die sind hier alle noch drinne. Weil die sind schön und ich vergesse das immer, dass ich die habe. Ja, hier haben wir noch was. Globe, war es das jetzt so mit den niedlichen? Oder kommt hier noch was niedliches? Das war ja eine ganze Menge, oder? Ich habe jetzt einen riesen Vorrat. Das Schlimme ist natürlich, ich muss das jetzt alles ausmalen, ja? Also, ich tue mir da eigentlich keinen Gefallen. Hier ist übrigens, ach so, das war das, was ich mal schon mal gestempelt hatte. Seht ihr das mit diesem. Ah, oh, ich habe doch diese Dekost von. Ach, wie ich ecke. Wollte nur diese Brille, wo man da so was drin stempeln kann. Habe ich schon mal versucht. Ja, den nehmen wir lieber nicht. Das ist nichts. Octoport. Ach, hier habe ich nochmal das. Guck mal, das ist aber schön. Ach ja, das finde ich auch süß. Guck mal. Die Maus, wo da steht: Happy Birthday to me. Ist das nicht schade, wenn die das so alleine für sich machen muss? Aber normal. Und hier. Die habe ich wirklich ab und zu mal benutzt. Diesen Abdruck, wenn jemand auf diese Magnolia so abgefahren ist. Aber ich natürlich nicht. Hier haben wir nochmal das. Das war auch doppelt. Und hier kommt schon wieder doch nochmal Igel. Siehst du? Und oh, guck mal. Der guckt unter das Paket und ist nicht drunter. Wie traurig ist das denn? So. Also doch noch ein. Oh, hier. Guckt euch den mal an. Kennt ihr den noch? Der war auch von La Blanche. Aber er ist riesig groß, deshalb liegt der hier drin. Ey. Der ist super schön, wenn man da auch noch die Augen gelb malt. Es ist ein fantastischer Abdruck, aber fast so groß wie eine Karte. Also für mich immer so was, wo ich denke, ja, er ist ja fertig. Und noch besser ist der hier.
euch das mal wieder so. Das sieht man jetzt wieder hoffentlich. Das ist auch mit diesem Lightning Black gestempelt. Also dieses Brilliance, was so Gold schimmert, wenn, na, so sieht das schwarz aus und so sieht da so ein bisschen das Goldene aus. Hier haben wir auch so eine tolle. Ich weiß ja nicht, die hat auch irgendeinen Namen. Weiß ich, alles weiß ich nicht mehr. Ach, hier haben wir nochmal. Ich glaube, ich habe auch einen Löwen. Genau, wollte ich das sagen. Ich habe auch noch den großen Löwen hier. Guckt mal. Aber wie gesagt, komplett. Ich hatte überlegt, ob ich die Abdrücke auch manueller schicke. Aber dann da gedacht, das ist auch doof. Die kriegt so viel. Oh, Hausmaus. Gut, kommt auch darüber. Haben wir nochmal den hier. Und hier ist die Schnippeltante nochmal. Hier ist eine. Der große Löwe nochmal und der nochmal. Also irgendwie, wie gesagt, das geht immer durcheinander hier. Aber pff, stört mich nicht. Oh, guck mal, hier haben wir noch so eine kleine lustige Maus. Maus, Quatsch, Katze. Katze. Und die am Meer, die ist ja schon fast fertig da. Ja, hier ist auch so ein Abdruck. Ich glaube, den Stempel habe ich auch. Genau, da ist, das ist so, hat mich eigentlich nicht inspiriert, weil ist fertig. So, nochmal, wer was abgedrückt hat. Das ist auch sowas. Ach, das war auch die Katze, die fand ich ja. Ich dachte, die sieht schick aus, aber ich finde die überhaupt nicht schön von Nelly. Snellen ist die. Die ist noch ganz neu eigentlich. Das ist eine Clear Stamp. Ah, die guckt so traurig. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Also, weiß ich nicht. Da war ich total enttäuscht. Hier haben wir auch wieder was Weihnachtliches und nochmal ein Löwe. Ja, ich wollte noch sagen, ne? Also, ich wollte dann Manuela nicht zu viel schicken, weil ich habe mir schon gedacht, dass ganz viele was hinschicken. Und dann habe ich gedacht, nee, lass mal sein. Ich weiß immer nicht, also wenn mir jemand so manchmal Sachen schickt, dann ich mag das auch nicht unbedingt. Denn wenn man nicht weiß, was jemand braucht, ich schicke auch ungern jemand irgendwas. Weil ich dann immer denke, wenn es dem geht so wie mir, dass man dann Sachen zum weiß ich wievielten Mal hat, das ist einfach nicht schön. Ja, mal nochmal den Löwen, ich sage, ich habe die ganz oft. Aber das ist die nicht schlecht hier. Für was könnte ich das nehmen? Da hatte ich irgendwie letzte Idee, halt keine Ahnung mehr. Ach ja, das fehlt ohne. Siehst du, Weihnachten musste ich auch bald anfangen. Das ist doch schön hier, oder? Guck mal. Ist das nicht ein toller Stempel? Finde ich immer wieder schön. Nur die Augen. Und hier, die haben wir auch noch. Dann gibt es noch mal was Weihnachtliches. Auch La Blanche. Warte. Ganz alt. Oh, das fick auch schau hier. Aber kann man nicht jetzt dafür ohne hier brauchen. Ja, manchmal bleibt dann was übrig irgendwie. Das sind diese, ne? Da habe ich irgendwo eine Seite gemacht und da blieben die ja übrig. Das landet dann hier in der Kiste. Hier haben wir noch einen lustigen Vogel. Noch einen. Oh, das ist schön hier. Das ist eigentlich so für kleine Kinder. Dieses Produkt ist mit. Nee, nicht für kleine Kinder. Quatsch, das ist es ja nicht. Das ist diese. Dieses Produkt ist mit 100% Liebe gemacht und hat dadurch ein einzigartiges Aussehen. Kleine Unregelmäßigkeiten sind keine Fehler. Sie sind die Garantie für ein Original. Ja, super, oder? Ist das nicht schön? So, hier haben wir nochmal so eine. Ist hier noch irgendwas drin? Ich glaube eigentlich nicht. Zusammen ist alles schöner. Das ist. Oh, der ist auch schön hier. Mit der Rose und dem Dings. Stimmt. So, das Herz hatte ich hier schon mal benutzt. Forget me not. Das könnte man eigentlich noch ein zweites Mal nehmen. Dann haben wir noch. Ach, das war ganz unten. Der PSX-Stempel hier. So, die Blüten haben wir öfter. Ja, ich habe ja mal von vielen Sachen dann auch eine Kopie gemacht. Das ist auch schön. Da steht Art drauf. Kann man kaum lesen. ART. Und hier ist auch wieder was Schönes. Guckt mal. Also, ich meine, schön ist ja. Ist auch so mit dem Lightning Black. Die kann man irgendwie mit metallischen Farben super ausmalen. Der sieht cool aus, der Stempel. So, hier haben wir die. Die hatte ich ja schon mal überlegt, irgendwo einzubauen. Habe ich aber nicht. So, ich glaube, ich bin gleich fertig. Dann jeg euch um. Ach, hier, Maribel. Ich hab noch welche da. Guck mal, in Blau, in Plum und in Maroon. Okay, kann noch mal ein paar Maribel-Karten machen. Das hier. Und hier sind auch. Ah, das ist komisch, wa? Die Katzen da. Die sind so, wie sie sind, abgestempelt. Das geht nicht besser. Geht nicht besser mit den Stempeln. Aber ich schmeiß das dann ohne weg. Das ist ganz schlimm. Hier war der Engel. Ich glaube, den habe ich euch auch schon mal gezeigt, wa? Und dann habe ich noch so ein selbstgedrucktes. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Das kommt auch noch hier drin. Und diese Dinger hier auch noch. Und dann ist meine Kiste wieder voll. Und ich habe ganz viel hier so. Guck mal, so einen ganzen Stapel jetzt hier so. Ja.
mit ein bisschen niedlichen Abdrücken, die da alle in dieses Album drin könnten. Und die werde ich jetzt nochmal ein bisschen sortieren und da kann ich mich ransetzen, wenn ich Lust habe und die ausmalen. Und ansonsten, ja, muss ich dann wirklich mal, ja, zum Beispiel nähen oder sowas, könnte ich mal langsam anfangen. Ja, so, jetzt sitze ich mit dem ganzen Kram hier und muss dann bitte mal ausmalen. So, das war jetzt mein Video für jetzt. Ich will euch ja nicht weiter auf den Keks gehen. Mehr schaffe ich heute auch nicht. Aber das war ganz witzig für mich, da wieder mal in meine Kiste zu gucken und festzustellen, was ich da alles Schöne drin habe. So, ich wünsche euch noch einen tollen Abend oder wie auch immer, nächsten Tag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.